Im Konflikt mit der Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin einen großen Gefangenenaustausch zwischen Moskau und Kiew angekündigt. Es gehe um eine konkrete humanitäre Aktion, sagte Putin auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok im äußersten Osten Russlands. Das wäre ein guter Schritt vorwärts in Richtung einer Normalisierung, so Putin. Es war ziemlich schwer für uns, eine Entscheidung über die betroffenen Personen zu fällen, aber aus Gründen der Menschlichkeit stehen wir nun kurz davor, die Gespräche abzuschließen, auch mit Behörden. Ich meine, dass Näheres bald bekannt gegeben wird. Die Ukraine hofft unter anderem auf die Freilassung von 24 Seeleuten. Freikommen könnte zudem der seit mehr als 5 Jahren inhaftierte Regisseur Oleg Senzow. In Verbindung mit dem geplanten Gefangenenaustausch könnte auch die überraschende Freilassung von Wladimir Zemak stehen, eines ehemaligen Kämpfers aus dem Separatistengebiet Donbass, durch ein Gericht in Kiew. Der Ex-Kommandeur einer Luftabwehreinheit der prorussischen Rebellen soll ein Schlüsselzeuge sein für den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17.